Bei Bäckermeister Schwabe dreht sich alles ums Handwerk. Das ist der Grundgedanke. Mein Großvater war ja auch schon Bäckermeister. Das ist eigentlich das, was den Beruf ausmacht. Kommt dann noch etwas dazu? 6,40 sind es dann bitte. Um 2:30 klingelt der Wecker und dann fahre ich in aller Ruhe hier zur Arbeit, ne? In mein Zuhause. Ich finde es gut familiär. Also man sollte sich seinen Arbeitsplatz nicht nur nach dem Geld ausrichten, es muss auch passen. Der Bäckerberuf wird aussterben. Diese kleinen Betriebe wird es nicht mehr geben. Nur noch die großen. Zwei Stunden vor Mitternacht ist Bäckermeister Daniel Schwabe der Erste in seiner Backstube. Bereitet alles vor für Brote, Brötchen und Torten. In den Teig kommen nur wenige Zutaten. Und keine Zusatzstoffe. Haben wir alles klar? Ja, wie immer. Auf seine Angestellten kann sich der 35-Jährige verlassen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Bernd Dresen arbeitet zwar erst seit 2 Jahren hier, hat aber die meiste Erfahrung. Jede Nacht backen sie hunderte Brote, tausende Brötchen, dazu Kuchen und Tortenböden. Frisch. Um die 15 Brotsorten haben wir. Wir haben spezielle Brottage, Zwiebelbrot gibt es nur an speziellen Tagen, Buttermilchbrot gibt es nur an speziellen Tagen. Da haben wir noch verschiedene kleine Varianten. Das heißt Kürbiskernbrot, Roggenmalzbrot. Jedes der 300 Brote geht mehrfach durch ihre Hände. Die wenigsten Kunden wissen, wie viel wir machen, wie hart wir körperlich arbeiten. Wir könnten auch wie im Backshop quasi die Brötchen aufbacken. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Beziehungsweise wenn der Kunde es möchte oder haben möchte, dass wir Brötchen wie an der Tankstelle backen oder aufbacken, dann haben wir schon beschlossen, dann hören wir auf. Alle anderen haben schon aufgehört in Schönberg. Schwabe ist der letzte Handwerksbäcker im Ort. Vor 30 Jahren zog die Familie vom Spreewald an die Ostsee, nach Mecklenburg. Und das ist jetzt der Schwarzbrot, das wird jetzt der Schwarzbrot. Das Rezept kennt nur der Chef. Das weiß ich nicht. Da kann Bernd, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Bernd ist ja noch nicht so lange da, aber ein sehr guter Kollege. Macht immer Spaß zu arbeiten mit Bernd. Wir können auch mal lachen. Seit ich hier bin. Was? Seit ich hier bin. Seitdem du da bist, wird ein bisschen mehr gelacht. Abstand halten, das oberste Gebot. Maske tragen wir in der Backstube nicht. Grundsätzlich im Verkauf ja, in der Verwaltung auch. Hier in der Backstube durch die stickige Belastung von der Luft und die Wärme am Ofen machen wir es nicht. Also man kriegt so schon schwierig Luft hier drinne. Schwarzbrot ist Schwabes Spezialität. Dieses Rezept wurde uns vom alten Schönberger Bäckermeister übermittelt. Da hat der Senior damals etliche Backversuche gehabt, bis das Brot so war. Das ist ein schmieriger, klebriger Teig. Der bleibt auch so, damit wir maximale Feuchtigkeit reinkriegen ins Gebäck. Seit 30 Jahren hat sich das nicht geändert. Weil der Teig so nass ist, übernimmt die Maschine das Portionieren. Der Rest Handarbeit. Ich wollte erst Kfz-Mechaniker werden. Und dann habe ich als Schüler in der Bäckerei gearbeitet. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich was für mich. Diesen Traumjob, den sage ich jetzt mal, den habe ich schon seit, wie gesagt, seit 46 Jahren. Und ich würde es, glaube ich, immer wieder machen. Auch wenn er als Bäcker entgegen seiner inneren Uhr lebt, meist arbeitet, während andere schlafen, nachts. Die Schichtdienste in der Backstube haben seinen Schlafrhythmus durcheinandergebracht.
Bäcker wie Bernd schlafen tagsüber. Das dauert, glaube ich, beim Bäcker, wenn er mal aufhört. Das dauert bestimmt ein Jahr, dass er mal durchschlafen kann. Und die ganze Nachtarbeit, der ganze Körper hat sich umgestellt. Also das ist immer so, nachts wird man 2-3 Mal wach. Aber da hat man sich auch dran gewöhnt. Man schläft ja wieder ein. Ruhezeit bekommt bei Bäcker Schwabe nur der Teig. Die Brote schiebt Ofenmeister Thomas nie direkt in den Ofen. Erst nach einer längeren Gehzeit. Bei 180 Grad müssen sie 1 bis 2 Stunden backen. Früh um 3 schläft alles. In Schönberg. Nur bei Bäcker Schwabe an der Hauptstraße nach Lübeck schneiden sie bereits die ersten Brote. Kindergärten und Pflegeheime sollen frisches Brot zum Frühstück haben. Ebenso wie Krankenhäuser. (lacht) 25 verschiedene Sorten Brot stehen heute zur Auswahl. Und noch einmal so viele Arten von Brötchen. Um 3:15 bringen die Konditoren die Torten in Form. 14 Bäcker soll es einmal in Schönberg gegeben haben. Seniorchef Andreas Schwabe kam erst nach der Wende. Mit Frau und Kindern zog er 1991 an die Ostsee. Wir sind ja so mit die Letzten, die von Anfang an hier angefangen haben, die überhaupt noch am Markt sind. Wahrscheinlich, ja, und wahrscheinlich diejenigen, wahrscheinlich denke ich mir immer mit der größten Investition zum Anfang. Ja. Denn wie gesagt, das war ja, man musste ja alles mit einem Mal gezahlt werden. Das waren damals 1 Million. Heutzutage würde man den Kredit gar nicht mehr kriegen. Gar keine Chance. Per Zufall hatte die Familie von der leerstehenden Landbäckerei in Schönberg erfahren. Nach nur wenigen Monaten folgte der Umzug nach Mecklenburg. Seitdem wird täglich frisch gebacken. Mit 7 Angestellten legten die Schwabes los. Heute hat die Bäckerei knapp 40 Mitarbeiter. An die Frontseite haben sie vor ein paar Jahren angebaut, einen Wintergarten mit Kaffee. Das Geschäft fällt jetzt im Lockdown weg, was ordentlich aufs Gemüt schlägt. Manchmal ja, manchmal nee. Kommt immer auch ein bisschen auf die Tage drauf an, wie man drauf ist. Wie man drauf ist, wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Es gibt Tage, da macht man es mit voller Leidenschaft. Es gibt aber auch Tage, da macht man es nicht so mit voller Leidenschaft. Das wird bei jedem so gehen. Aber loslassen mag der Seniorchef auch nicht. So, dann müssen wir ein bisschen warten, da oben ist noch nicht dran. Konditorin Ingrid Dähling hält auch nicht viel vom Ruhestand. Seit 30 Jahren schon backt sie jede Nacht ihre Torten. Buttercreme, Schoko, alles eigene, handgemachte Kreationen. Ich soll ja eigentlich in Rente gehen jetzt Ende des Jahres. Und ich weiß gar nicht, also wenn ich das nicht mehr machen kann hier, tut mir schon ein bisschen leid. Am Wochenende liefert sie noch Brötchen aus. In den Nachbardörfern, so wie Hanko Elas. Gegen 3:30 packt er seinen Verkaufswagen. Das ist dann immer alles gestaffelt soweit. Also hier fangen die Ofen frischen, hier kommen ja die dunklen, Meerkorn und Roggen, alles was mit Roggen und gekörnt ist. Dann kommt nachher Roggenschrot und ganz zum Hinten kommen ja die einfachen. So. Um 2:30 klingelt der Wecker und dann frühstücke ich in aller Ruhe. Brauche meine Morgenzigarette und dann fahre ich in aller Ruhe hier zur Arbeit. Ne? In mein Zuhause. Jawohl. Das ist jetzt hier die ganze Roggengeschichte. Ne? Kraftkorn, Weltmeister, Sonnenblume. Und das wird eigentlich auch am meisten gekauft, die ganze Geschichte. Ne? Jetzt kommen die Brotkisten. Ja, das ist das berühmte Schwarzbrot. Das ist, sagt der Chef immer, ohne Zucker, für Diabetiker gut geeignet, die ganze Geschichte. Das ist reines Roggen.
Ne? Aber es muss auch mal was Neues rein. Es wird auch, wie gesagt, auch dem Kundenwunsch, also Dinkelvollkorn hatten wir vorher nicht. Dinkelbrot hatten wir gar nicht. So, und dann, wie gesagt, die Nachfrage war dann da. Und dann hat man das hier produziert, ne? Ausprobiert und fertig gemacht. Das ist zum Beispiel so ein helles Dinkel, ne? Ja. Kurz vor vier, Bernd beim Brötchenbacken. Dieser Traumberuf hat auch seine Schattenseiten. Es ist ein Killer. Es ist so, weil die Frauen sind abends alleine. Abends um 10 bis morgens, und ich habe das ja nun miterlebt. Von daher, also wer Bäcker werden will, der sollte sich mal nicht eine Frau anschaffen. Das wird nichts. Ja, das hält nicht. Der Bäcker spricht aus Erfahrung. Ja, ich habe es gehabt, zweimal. Von daher, am Anfang, aber gut, am Anfang war es ja so, bei der ersten Frau, die ich hatte, da bin ich ja nachts um 3 angefangen. Da ging das ja noch. Und nachdem, was dann alles früher wurde, kam sie nicht mehr mit klar. Verbannt hat der Juniorbäcker Schwabe aus seinen Teigen so gut wie alles, was industriell hergestellt wird. Statt der üblichen Fertigbackmischungen hält er es schlicht. Nach den Rezepten hat schon der Großvater gebacken. Mehl, Salz, Hefe, Wasser und Zeit. Der Beruf an sich ist ein sehr schöner Beruf, also handwerklich. Wir sehen ja jeden Tag, was wir produziert haben. Und wenn es dann auch noch funktioniert und gut schmeckt und der Kunde ist dann eigentlich honoriert, das ist ja das Schöne daran. Das ist allgemein ja auch in den Handwerksberufen so. Man sieht, was man geschaffen hat. Wenn das noch schmeckt, besser kann es gar nicht sein. Schwabe gibt Teiglingen 17 Stunden Zeit zum Gehen. So können bestimmte Zucker darin abgebaut werden, die sonst Verdauungsprobleme machen. Die Brote sind somit besser bekömmlich. Kurz nach 4 sind die ersten Torten fertig. Und auch die frischen Brötchen mit Salat und Schinken belegt. Um 16:30 macht der Laden auf. Ja, jetzt in den Corona-Zeiten ist ein bisschen weniger geworden. Aber sonst, wenn alles ganz normal ist, dann stehen die Ärzte manchmal 4:20 Uhr vor der Tür und warten, bis wir öffnen. Kunden, die im Café sitzen und ein Stück Kuchen essen, die fehlen jetzt im Lockdown. Jeden Morgen. Immer Kaffee to go. Ich habe keine Kaffeemaschine zu Hause. Doch, auf dem Weg zur Arbeit. Tschüss. Ist gut. Spaß, ne? Wenigstens die Laufkundschaft hält ihrem Bäcker die Treue. So. Jo, nun haben wir die ganze Geschichte Kuchen. Auch ein bisschen mit Spezialberliner, das ist eine Eierlikör, Pflaume, Marmelade. Der eine macht das, der andere macht das. Zucker. Berliner sind hier unten noch und Spritzkuchen, denke ich mal. Siehst du wohl. So. Ich bin aus der Gastronomie eigentlich ursprünglich. Ich habe mein ganzes Leben lang in der Gastronomie gearbeitet. Ja, was heißt ganze Leben? Das halbe Leben bin ich ja schon hier jetzt. Da muss ich jetzt noch einmal schnell 6 Liebesknochen wegnehmen, weil, wie gesagt, die sind immer bestellt. Das ist eine Kundin, die ist, wie gesagt, ich weiß nicht wie viele Jahre, bestimmt schon 6-7 Jahre, ohne Abwechslung, jeden Donnerstag 6 Liebesknochen. Ja, wenn man es braucht, ne? Also wie gesagt, hätte noch nie was anderes bestellt, wie gesagt, immer Liebesknochen. Ne, und das muss ich mir dann natürlich extra packen, dass die Dame das dann auch bekommt nachher. So. So, und das verstecke ich mir dann unten in meiner Kühlung hier. So. Thank you.
Schönberg. Durch das 4000-Einwohner-Städtchen fuhren früher viele Pendler nach Lübeck. Seit die A20 fertig ist, nicht mehr. Dafür hat Bäckermeister Schwabe jetzt neue Kundschaft auf dem Land. Musik 15 Dörfer beliefert allein Hanko, dreimal die Woche. Meist kommt er bis vor die Haustür. Jo, schönen Morgen, Hiesmann. Hallo. Grüß Sie. Kommen Sie mal ran. Was darf denn heute Schönes sein? Ja, nehmen wir halbe Milch. Halbe Milch, wie immer, jawohl. Fünf Doppelte. Genau. Haben wir auch. Ja. Ein ganz normales Brötchen heute? Ja. 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 Soll ich noch ein Lüttüt geben? Ein Lüttüt noch? Ja. Genau. So, und die Zuckerstreifen noch oben rauf. Und dann haben wir alles heute, ne? Dann haben wir heute alles. Dein Kollege kommt. Bitte? Dienstag erst, ne? Dein Kollege. Der Kollege kommt dieser und dann schnacken wir uns mit ihm ab, ne? Ja, ja. Dann alles Gute, ne? Ja, gut. Er kriegt das alles auf einmal weg. Aber sicher, ist er nicht weit. Moin, Frau Klaasen. Moin, Herr Lüttke. Einmal die Fernsehzeitung, die neue Post und dann das, die anderen beiden. Die weiß ich, ja, genau. Einmal neu, das war. So, das haben wir. Sechs Mohn. Sechs Mohnbrötchen? Ja. Und die drei Schillerlöffel. Wunderbar. Das wäre es heute mal. Jawohl. Geht es so, ja, ne? Ja, das geht alles so. Seit 14 Jahren beliefert Hanko seine Kunden verlässlich. So, siehst wohl. Dann gibt es noch 9 zurück. Ja, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag soweit. Danke, danke, das wünsche ich euch auch. Ja, vielen Dank. So, Herr Lüttke, einmal bitte, ne? Ja, ja. Sie sind hier praktisch abgeschnitten. Hier ohne Auto bist du erschossen. Also da ist, läuft nichts. Und er hat, naja, was man so braucht zum Leben hat er. Jetzt bist du wieder keine. Die sollte er auch mal kaufen. Ja, genau. Ich kaufe heute die Schillerlocken gekauft. Die locken dann noch gar nichts mehr. Jawohl, vielen Dank. Ich wünsche euch was an. Tschüssi. Auf ins nächste Dorf. Bei Schwabe in Schönberg macht die Nachtschicht jetzt um 9 Uhr Feierabend. Hallo, tschüss. Hallo. Mensch, wir haben uns ja schon lange... Manchmal sitze ich ja gar nicht mehr jetzt. Ich war gerade da. Ja, muss ja alles gehen. So, komm, wir setzen einen Moment hin. Wir quatschen mal. Ein halbes Zeit, ja. Ja. Du weißt doch. Schwabes Kumpel Zille vom Fußballverein schaut vorbei. Die beiden kennen sich lange. Haben Historisches miterlebt. DFB-Pokal vor 20 Jahren. Der FC Schönberg, das ist eine Mannschaft, die zu DDR-Zeiten eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Aber die Schönberger, sie können auch Fußball spielen und das haben sie dem FC Bayern hier eindrucksvoll bewiesen. Der Kapitän Michael Koch. Ich kann mich fast an jeden Augenblick erinnern. Das war ein einmaliges Erlebnis. War natürlich auch was Schönes für die Stadt. Damals hatte ja Schönberg nicht so einen Ruf, weil das hieß Deponie Schönberg. Wenn man jemand gefragt hat, Schönberg, ach da, wo die Deponie ist. Und nach dem Spiel, dann danach, fragte jeder dann gleich, ach, da, wo die Bayern gespielt haben. Die Anreise der Bayern zum Pokalspiel standesgemäß im Privatjet. Den deutschen Rekordmeister hat der FC 95 als frischgebackener Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommerns zugelost bekommen. Das war wie ein Sechser im Lotto. Schönberg einen Tag lang Mittelpunkt von Fußball-Deutschland. Bäcker Schwabe hat gut zu tun, verkauft auch noch Eintrittskarten für das Jahrhundertspiel. 16.000 Brötchen backen sie für die hungrigen Fußballfans. Wir hatten ja Gott sei Dank nach unserer normalen Schicht noch genug Zeit gehabt, hinterher die Brötchen zu backen. Das Spiel war ja erst nach Mittag. 20.000 Fans sind da, sehen, wie die Schönberger sportlich einigermaßen mithalten gegen das Star-Ensemble aus Bayern. Nach 90 Minuten aber haben die Münchner gewonnen, 4:0. Der Ehrentreffer gelingt den grünen Schönbergern nicht. Andreas Schwabe trainierte damals die Jugendmannschaft des FC Schönberg. Für mich war das eigentlich die erste Kontaktaufnahme, ein bisschen, dass ich mal auf den Sportplatz gegangen bin und habe geguckt auf, beim Fußball, weil ich früher auch Fußball gespielt habe. Und dann dachte ich, probiert man da ein bisschen Kontakt zu kriegen. Und dann ging das auch nachher relativ schnell, weil mein Sohn angefangen hat, Fußball zu spielen. Und dann haben sie einen Trainer gesucht und dann habe ich das gemacht. Und, naja, und seitdem bin ich dann eben dabei geblieben.
Der Junior Daniel ist mittlerweile sein Geschäftspartner, kümmert sich um die Finanzen. Und um das berühmte Schwarzbrot. Das ist das, was ich an dem Beruf liebe. Das Brot, das handwerkliche Herstellen mit natürlichen Rohstoffen, das macht mir Spaß. Aber je mehr Zeit ich im Büro verbringen muss, desto weniger Spaß hat man manchmal bei der Arbeit. Vor allem, wenn man sich darüber dann auch noch ärgern muss. Schwabes Ehefrau Susanne fängt viel Ärger auf und sucht Lösungen. Seit ein paar Jahren ist auch sie Teil des Teams, verantwortlich für Personal und Marketing. Wir haben natürlich keine Auswärtigen mehr, viele nicht mehr. Ne? Die Schulen sind geschlossen, dadurch ist morgens weniger Betrieb. Und die Cafés hier sind geschlossen in Schönberg als auch in Dassow. Wir haben keine Kundschaft mehr, die sich hinsetzen kann. Und ja, man macht sich natürlich auch Sorgen. Schaffen wir das? Überstehen wir das? Ne? Das steht alles so ein bisschen in den Sternen und hängt natürlich davon ab, was wird weiterhin beschlossen, wie lange geht der Lockdown. Also ewig kann man das natürlich so nicht fahren. Und wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter alle halten. Wir wollen hier niemanden entlassen und eigentlich wollen wir auch keine Kurzarbeit. Aber man kommt irgendwann ja nicht mehr drum rum. Seit kurzem mischt er den Betrieb auf. Sascha Köppen lebte zuletzt in Norwegen. Er steht für eine neue Generation von Bäckern. Er experimentiert und forscht, wie die Croissants mit weniger Blätterteig noch lockerer und leichter werden. Das passt. So, jetzt machen wir eine doppelte Tour. Das heißt, dort wird das viermal gefalten. 1, 2, 3, 4 und alles übereinander. So machen wir zum Beispiel unsere Croissants mit nur 12 Lagen. Und auch mit Ruhe. Sascha möchte das Handwerk weiterentwickeln, nachhaltig arbeiten und so die Umwelt schonen. Rustikal mit einfachen Zutaten. Nicht in einer Metropole wie Berlin oder Oslo, lieber in der Provinz. Ich finde es gut familiär. Und dass hier alles auf Du und Du ist. Man hat trotzdem Spaß, das ist ganz wichtig. Also man sollte sich seinen Arbeitsplatz nicht nur nach dem Geld orientiert ausrichten. Es muss auch passen. Und für mich passt es. Handarbeit macht das Gebäck am Ende allerdings etwas teurer als in Backshops und Discountern. In der Großindustrie geht das alles durch Maschinen. Und das muss immer gleichmäßig sein, muss immer, immer funktionieren. Egal zu welcher Zeit, zu welcher Temperatur. Und dort sind immer Zusatzstoffe. Ist zwar dadurch natürlich günstiger, weil es in Massen produziert wird, aber man weiß nie, was drin ist. Reste werden verwertet. Die waren jetzt hier im Trockenraum für zwei, drei Tage. Und die sind jetzt auch, ich finde, schon sehr, sehr trocken. Wirklich sind alle durch, auch die unteren. Du kannst ja mal ein, zwei Kisten anheben, dann gucke ich mal da drunter, ob der Luftzug da war. Das, was wir denken, denken wahrscheinlich auch die meisten Kunden, die wollen auch nachhaltig auch einkaufen. Und da können wir vielleicht noch den einen oder anderen Kunden mit gewinnen, der genauso denkt wie wir und ist dann an so Produkten halt auch interessiert, die zu kaufen, die nachhaltig hergestellt wurden. Den Teig vom Dinkelbrot haben sie extra lang reifen lassen, für mehr Bekömmlichkeit. Danke. Aus Semmelmehl hat Sascha vor dem Feierabend noch Kekse gebacken. Ich mag das so. Du magst es so? Ich mag das so. Dann habe ich was zum Beißen. Ist nicht der Charakter, den ich haben will vom Gebäck. Geschmacklich super, also fällt überhaupt nicht auf. Aber der Crunch fehlt im Keks. Genau. Na? Ja, dann machen wir das so. Dann schauen wir morgen nochmal. Sascha war für mich so ein Glücksgriff gewesen und weil es halt auch sehr zufällig und spontan war, die ganze Geschichte. Daran kann ich mich noch erinnern, Anruf und bevor ich nach Norwegen abreise, möchte ich noch morgen einmal schnell zum Bewerbungsgespräch kommen, bevor die Fähre fährt. Genau. Und so haben wir uns quasi getroffen oder das erste Mal kennengelernt. Ja. Und dann 3 Monate, glaube ich, nicht mehr gesehen oder 4 Monate, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und bis er dann am 1.12. hier angefangen hat. Feierabend,
Morgens um 10 in der Backstube. 6,15 Euro das dann bekommen. Vorn im Laden geht der Verkauf noch weiter. Die Stammkunden möchten frisches Brot und Brötchen nicht missen. Natürlich ist das schön, dass es so einen kleinen Bäcker gibt. Das ist ja so ein Bäcker, das ist nicht so einfach. Die müssen auch früh aufstehen, ne? Das Gewerbe, das ist ja so, in vielen Orten ist das auch schon eingegangen, die kleinen, ne? Das Schwarzbrot, ja, das hat viele Ballaststoffe. Mir schmeckt es so. Auch die Brötchen und so, die kaufen wir hier. Das ist unser Bäcker. Wir kaufen immer hier und werden immer gut bedient, immer freundlich, immer frisch. Alles supi. Wenn man selber Handwerker war, weiß man Handwerk zu schätzen. So, wünsche uns einen schönen Tag. Danke, tschüss. Auch Hanko Ehlers ist gegen Mittag mit seiner Tour fast am Ende. Vorletzter Halt, eine Wohnanlage in Selmsdorf. Da ist Apfel ist noch mit Hefe und dann können Sie noch einen Mohn, wenn Sie was möchten, oder Bienenstich. Dann nehme ich zwei Bienenstich. Und dann siehst du, wunderbar. Da haben wir das schon mal. Das war schon mal gesprochen, ne? So, jetzt gibt es noch Milch für die ganze Woche und dann haben wir das, ne? So, ich schmeiß hier rauf, ne? Ich fahre jetzt da hinten nochmal rüber und dann bin ich mit durch. Da habe ich noch drei nette Omis und dann war es das für heute. Gott sei Dank. Kilometer Luftlinie von Schönberg. Bäckermeister Schwabes neuestes Projekt. Eine schicke Filiale im Nachbarort Dassow. Direkt am Radweg zum Ostseestrand. Mit viel Liebe haben sie jedes Detail im Laden ausgesucht. Aber noch ist es ein Minusgeschäft. Denn auch in Dassow darf das Café nur für Laufkundschaft öffnen. Setzen darf sich niemand. Wo meinst du denn? Schwabes nutzen jetzt die Zeit, um Urlauber in ganz Deutschland auf sich aufmerksam zu machen. Sie wollen auch ins Internet. Da hoffen wir jetzt auf einen guten Sommer, dass die Kunden das hier auch ein bisschen entdecken. Und ja, was die Zukunft bringt, weiß man natürlich nicht, ne? Was noch kommt. Und also die Geschichte hier war halt die super Lage. Grundsätzlich haben wir, oder hatte ich vorher schon immer gesagt, ich stehe fürs Handwerk und das möchte ich. Ich möchte jetzt kein Großfeierist werden und möchte nicht immer größer und noch größer. Also dann verliere ich den handwerklichen Charakter bei der ganzen Geschichte. Und von daher ist gar nicht das Bestreben nach größer und immer mehr, das ist gar nicht da. Ne, Emmy? Nope.